BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der baden-württembergische Innenminister und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobel hat in Reutlingen den Bundestagswahlkampf in Baden-Württemberg eröffnet. Hintergrund war der Wahlkampfauftakt des Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Dont. Strobel forderte dazu auf, für einen Wahlsieg von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu kämpfen. Das Land stehe blendend da und brauche angesichts der aktuellen Herausforderungen eine starke, werteorientierte CDU und die Führung durch eine krisenfeste, erfahrene Kanzlerin. Bei einem der ersten Wahlkampfauftritte in diesem Bundestagswahlkampf für den Reutlinger Bundestagsabgeordneten Michael Dont hat der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobel die CDU auf die verbliebenen 2 Monate eingestellt. Angesichts der aktuellen Herausforderungen müsse, wie seit 2005, eine starke CDU unter Angela Merkel weiter die Geschicke des Landes lenken. Ich kann mich an die Schlagzeile, kann man ja sagen, in der Bild-Zeitung noch erinnern, auf Seite 1, das sind jetzt Ihre Arbeitslosen, Frau Merkel, wurde getitelt. Die Bundesrepublik Deutschland war damals hinten in Europa. Riesige Arbeitslosigkeit, riesige Verschuldung, Ebbe in den Sozialversicherungssystemen. Mittlerweile steht Deutschland in Europa auf Platz 1. Die Wirtschaft brumme, die Arbeitslosigkeit so tief wie nicht mehr seit 28 Jahren. Das Land lege den 4. Haushalt in Folge ohne Schulden hin und tilge diese. Auch für Europa sei die CDU mit ihrer christlich-abendländischen Ausrichtung das Erfolgsmodell. In der Partei Konrad Adenauers, Angela Merkel, Wolfgang Schäubles, liebe Freundinnen und Freunde, der aufgebahrte Sarg von Helmut Kohl im Europäischen Parlament in Straßburg ist ein politisches Vermächtnis. Deswegen reden wir nicht schlecht über Europa, sondern wir reden gut über Europa. Keine Partei ist so verbunden mit dem europäischen Gedanken wie die christlich-demokratische Union. Diese verkörpert den Geist, aus dem Europa entstanden sei. Egal wie unterschiedlich die Griechen, die Spanier, die Portugiesen, die Italiener, die Deutschen sind, es ist das christliche Bild vom Menschen und nichts anderes, was diesem Kontinent zugrunde liegt. Und daraus abgeleitet ein freiheitliches politisches System namens parlamentarische Demokratie, ein freiheitliches Wirtschaftssystem namens soziale Marktwirtschaft, das freie Bild vom Menschen. Und das alles ist in Jahrhunderten entwickelt worden, erarbeitet worden. Kein Bundesland profitiere von Europa so wie Baden-Württemberg, der Exportweltmeister. Strobel wandte sich gegen europafeindliche Tendenzen anderer Parteien, aber auch von außen. Und wenn wir dieses Europa verlören, wäre nichts, aber auch gar nichts besser. Und es gibt Kräfte auf dieser Welt, die Europa zumindest spalten wollen. Und es gibt Kräfte, die dieses Europa vernichten wollen, die Art, wie wir leben, bekämpfen. Strobel ging namentlich auch auf den Islamismus ein und forderte härtere Maßnahmen bei der Kriminalitätsbekämpfung und der Abschiebung. Wenn Terrorismus, organisierte Kriminalität und Verbrechen sich zunehmend natürlich dem Internet bedienen, dann kann ich doch meine Beamtinnen und Beamte nicht blind und doof halten. Und der Terror bedient sich natürlich dem Internet zum Anwerben, aber auch zur konkreten Verabredung von Attentaten. Und da kann ich nicht immer nur hinterher sagen, es muss was geschehen. Dass man dies in Baden-Württemberg mit den Grünen habe durchsetzen können, sei richtig und eine ziemliche Sensation. Einen Tag nach den tödlichen Schüssen eines 34-jährigen irakischen Kurden am Eingangsbereich einer Diskothek in Konstanz dauern die Ermittlungen an. Der Mann, der seit 15 Jahren in Konstanz lebt, ist demnach kein Asylbewerber. Auch einen islamistischen Hintergrund schließt die Polizei aus. Der Tat vorausgegangen war ein Streit in der Diskothek, bei dem der Mann aus dem Club geworfen wurde. Er kehrte dann mit einer M16-Maschinenpistole zurück und erschoss einen Türsteher. Weitere schwerverletzte Personen seien mittlerweile außer Lebensgefahr. Ein verletzter Polizist entging durch einen Titanhelm einem Kopfschuss. Unklar ist, wie der Mann zu der Maschinenpistole kam. Hier laufen die Ermittlungen, auch im Umfeld des Täters. Der Täter war wegen verschiedener Delikte polizeibekannt und vorbestraft.
Das Land muss seine Maßnahmen zur Luftreinhaltung überarbeiten. Der vorgelegte grün-schwarze Luftreinhalteplan, der unzulässige Überschreitungen beim gesundheitsschädlichen Stickoxid in Stuttgart ohne Fahrverbote vermeiden soll, ist vom Stuttgarter Verwaltungsgericht abgelehnt worden. Um Fahrverbote ab Januar 2018 zu vermeiden, hatte die Landesregierung auf Software-Nachrüstungen bei älteren Dieselfahrzeugen gesetzt. Laut Gericht reiche eine solche Nachrüstung der Euro 5 Diesel aber nicht aus, weil diese an der kritischen Messstelle am Stuttgarter Neckartor das Stickoxid lediglich um 9% reduziere. In Abwägung der bestehenden gesundheitlichen Risiken seien Fahrverbote durchaus zumutbar. In einem Vergleich mit klagenden Anwohnern hatte das Land anfangs des Jahres grundsätzlich akzeptiert, die Schadstoffbelastung um 20% zu senken. Das Land hält Fahrverbote am Neckartor wegen des drohenden Verlagerungsverkehrs für nicht durchsetzbar. Nach derzeitigem Stand erwägt die Landesregierung jetzt eine Revision beim Bundesgerichtshof. Regionale schwere Gewitter haben seit Sonntagmittag für Behinderungen beim Bahnverkehr gesorgt. Die Rheintalstrecke war bei Offenburg wegen Schäden gesperrt. Sämtliche Züge wurden nach Angaben der Bahn gestoppt. Allein in Offenburg saßen rund 1000 Menschen fest, die nach Basel reisen wollten. Ein Eurocity aus Hamburg musste nach Offenburg geschleppt werden. Mittlerweile laufe die Verbindung zwischen Karlsruhe und Basel wieder nach Plan. Soweit die BB1-Nachrichten jeden Tag, das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen. Sonne pur gibt es morgen nur in der Mitte und im äußersten Südosten des Landes. In den anderen Teilen herrscht eine wechselhafte Wetterlage mit Sonne, Wolken und Regen vor. Am heißesten Karlsruhe mit 37 Grad, Mannheim, Freiburg und Stuttgart mit 35 Grad, der Tiefstwert in Tuttlingen mit 29 Grad. Der Mittwoch bringt bei 26 bis 29 Grad Abkühlung. Fast landesweit herrscht ein Mix aus Sonne und Wolken. Nur im Südosten gesellen sich auch Regenfälle dazu. Am wärmsten ist es wieder in Karlsruhe. Den geringsten Wert steuert erneut Tuttlingen bei.